Schon am Beginn der Ausbildung geht es gleich richtig los mit dem Team-Event. Einmal im Jahr veranstaltet Falla ein sogenanntes Azubi-Team-Event. Hierbei treffen sich alle Azubis von Waldkirch, Schopfheim, Binsen und Großbern, um sich zusammen zu treffen und hierbei Spiele zu spielen und sich untereinander besser kennenzulernen. Letztes Jahr waren wir in Österreich, da waren wir raften, das war sehr cool. Davor habe ich das Rafting noch nie gemacht und es war für mich das erste Mal und voll das Adrenalinkick. Das war ein Heidenspaß, Action pur. Es war sehr spaßig, hierbei wurde der Zusammenhalt unter den Azubis nochmal gestärkt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch witzig. Ja, wir sind alle mal ins Wasser geflogen, ob nur mit oder ohne Absicht. Abends kochen wir natürlich auch zusammen, das heißt, wir müssen uns selbst verpflegen. Einer muss natürlich schauen, wie viel Essen wir brauchen, trinken, das ist natürlich auch sehr gut für die Selbstständigkeit. Und danach müssen wir im Team natürlich funktionieren beim Kochen, das ist auch eine sehr gute Erfahrung und für einen selber, ob man das dann auch zusammen hinkriegt. Nee, das Essen war dann auch am Ende sehr gut, wir hatten viel zu viel dann, aber was natürlich besser ist, wie zu wenig. Und ja, es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Abends haben wir so eine Teamspielabende gemacht. Zum Teambuilding war auch okay. Ganz wichtig ist uns dabei einfach das Kennenlernen und auch so ein bisschen das Teambuilding, dass man auch später während der Ausbildung oder auch im Berufsleben mit anderen Kollegen oder seinen Azubi-Kollegen gut zusammenarbeiten kann. Da ich anfangs keinen kannte, war es ein bisschen ungewohnt, da mit ganz vielen fremden Leuten zusammenzusitzen. Aber zum Laufe der 2-3 Tage hat sich dann herausgestellt, dass die alle sehr offen sind und ja, haben sich recht feste Freundschaften gebildet jetzt in der Zeit. Und auch, wenn wir uns nicht richtig kennen, dass wir trotzdem ein Team sind und das war auch so eine gute Erfahrung. Also an sich eine tolle Sache.